Hallo und herzlich willkommen beim Live-Studio Fürstenfeldbruck. Mein Name ist Ulrich Seibert, ich bin Autor. Ich war nicht immer solcher. Ich bin Jahrgang 1964, also schon eine hübsche Ecke alt. Und habe ursprünglich eigentlich in der Wirtschaft gearbeitet, Wirtschaft und Musik versucht zu kombinieren. Bin Betriebswirtschaft geworden und eigentlich erst relativ spät zum Schreiben gekommen, aber immerhin so weit, dass ich das Ganze jetzt zumindest halbberuflich mache. Und ich freue mich, heute hier aus diesem Buch, eine Neuerscheinung von Ende 2019, lesen zu dürfen. Totenreich, Secrets of the Nearin, Band 1, erschienen im Just Tales Verlag in Bremen. Wie bin ich zum Schreiben gekommen? Wie die Jungfrau zum Kind im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe nämlich Schreiben eigentlich gehasst. Also ich erinnere mich heute noch an die Schule, an die Facharbeit. Vor dem Abitur musste man damals eine Facharbeit schreiben. Etwa so zwischen 12 und 20 Seiten. Das war der Umfang und mir hat es gegraust vor diesem Ding. 12 bis 20 Seiten DIN A4 Schreibmaschine. Völlig undenkbar. Also das und dann nur 3 oder 4 Wochen Zeit dafür, oder 2 Monate, keine Ahnung. Das war jedenfalls eine Horrorvorstellung. Und es hat sich dann quasi auch erst irgendwann im Berufsleben egalisiert, wo ich dann plötzlich, also ich habe gearbeitet in einem Musikgeschäft, da war aber auch ein Musikverlag dabei. Und die waren sehr erfolgreich in einer bestimmten Schiene und hatten natürlich einen riesigen Druck, das alles rauszubringen. Und die Autoren hatten teilweise nicht genug Autoren, um das Zeug zu schreiben. Ich bin dann zum Beispiel immer wieder dazu gerufen worden, wenn es darum ging, Bücher in Hörbücher umzuwandeln, die dann zum Beispiel von Helmut Lohner gelesen worden sind. Oder ich habe einmal an einem Sachbuchprojekt mitgeschrieben, das hieß Musikinstrumente. Das war kein Buch, das war eine multimediale CD-ROM mit geschriebenen und gelesenen Texten und Musikbeispielen und Klangbeispielen und allem Möglichen und Synthesizern, die man so ausprobieren und einstellen konnte, alles Mögliche. Und weil ich das Fachwissen hatte, aber ich hatte keine Erfahrung mit Schreiben. Und so bin ich in diese Geschichte reingerutscht. Dann kam eine private Trennung, die sehr schmerzhaft war, vor allem weil ein kleiner Sohn da mit involviert war. Und für den habe ich dann einen kleinen Harry Potter Roman geschrieben, in dem er selber die Hauptrolle spielt und Harry Potter eigentlich nur eine kleine Nebenrolle. Aber das hat relativ viel Spaß gemacht. Das Buch war ursprünglich, weil er gerade in die, ich glaube, 4. Klasse gekommen ist, dann relativ, da habe ich was auf Englisch mit reingebracht, damit er auch dieses Englische schon ein bisschen mitbekommt und da vielleicht die Motivation hat, sich ins Englische ein bisschen besser zu vertiefen. Und das hat so großen Spaß gemacht, dass ich danach weitergemacht habe. Harry Potter, das war, was ich damals noch nicht wusste, ja Fanfiction. Das habe ich nie veröffentlicht. Das war eine Geschichte für meinen Sohn. Aber ich habe dann ein paar Übungsbücher geschrieben, und zwar aus dem Star Wars-Universum. Fanfiction nennt man das, wie schon gesagt. Und warum Fanfiction? Weil es da mehrere Sites gibt, Websites, in denen es nur Fanfiction zu finden ist. Und wenn man da was veröffentlicht, was postet, eine Geschichte oder auch nur ein Teil einer Geschichte, ein Fragment, dann kriegt man sofort Feedback. Also die holen sich dann hunderte von Lesern runter und ein erklecklicher Teil davon ist selber Autoren und die schreiben dann sofort, ja, das hat mir gefallen oder das war ja Mist oder wie auch immer, was man so halt an Feedback bekommt. Und das war eigentlich meine Schule. Ich habe dann, ich glaube, ein Dutzend Geschichten geschrieben. Kann man auch alle auf meiner Homepage, glaube ich, noch irgendwo nachlesen, wenn man möchte. Da hat man dabei jedes Mal irgendeinen anderen Aspekt des Schreibens vorgenommen, den zu üben. Und und mit dem entsprechenden Feedback kann man dann relativ schnell dahinter, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das hat dann riesen Spaß gemacht und irgendwann 2000er rum, also 2009 habe ich dann den ersten Roman versucht. Auch das war noch Star Wars. Und erst danach habe ich mich dann fit gefühlt habe zum Schreiben, habe ich mich dann an eigenen Büchern versucht. Das erste war, hieß Shifters. Das war so ein Mystery Thriller, in dem ich einfach den Gedanken, was wäre gewesen. Also ich habe einfach fortgeführt
die von H.G. Wells, den Kampf der Welten, wo doch das Buch, in dem quasi Außerirdische vom Mars, glaube ich, war es bei Wells, auf die Erde gekommen sind, die Invasion unabwendbar schien und die dann von den kleinsten Bewohnern dieser Erde, nämlich von Viren und Bakterien, besiegt worden sind. Eine sehr plausible Geschichte und eine sehr gute Annahme, nämlich was ein Ökosystem eigentlich ausmacht, das ist eigentlich der Kern dieser Geschichte. Und ich bin bei Schifters davon ausgegangen, was, wenn die Körper übernehmen könnten von der Menschheit, auch das gab es schon mal irgendwo, Body Snatchers und sowas, und wenn außerirdische Körper übernehmen könnten und damit schon an das Ökosystem Erde optimal angepasst wären. Und das ist im Prinzip die Geschichte von Shifters. Danach kam ein Buch namens Sensenbund. Dann, das ist ein Verschwörungsthriller, ein Thema, das gerade heute wieder nicht so ganz unaktuell ist, wo es so viele Verschwörungen gibt oder Verschwörungstheorien gibt. Dann gab es noch auch einige Sachen, die noch nicht veröffentlicht sind. Zum Beispiel ein Jugendroman, den ich aber mich nicht mehr getraut habe zu veröffentlichen. Dann kam Die Diktatur des Monetariats, das ist ein Sachbuch. Ich hatte ja auch Wirtschaft studiert, wie schon gesagt, und da geht es darum, eine Analyse, inwieweit unsere Demokratie noch eine Demokratie ist, wer hier das Sagen hat und wer es nicht mehr hat und wie sich das auswirkt auf die Welt, auf die Menschen und was es da möglicherweise für Alternativen gibt. Ja, und dann wurde dieses Projekt angegangen, das ist Totenreich, aber das habe ich nicht allein gemacht. Da hat mir jemand geholfen. Und zwar komme ich jetzt wieder zurück in die Star Wars Zeit. Eine der letzten Geschichten, die ich da in Star Wars gemacht habe, hieß The Padawan's Rebellion. Und das war auch ein Experiment, wo es um einen bestimmten Aspekt des Schreibens ging. Und zwar wollte ich das mit derselben Autorin, Angela Fleischer, bewusst so machen. Da gibt es zwei Charaktere, die beide kennt man aus Star Wars Filmen. Der eine ist Qui-Gon Jinn, der andere ist dessen Meister Count Dooku. Und die beiden werden auf einer Mission voneinander getrennt und durch ihren speziellen Weg auf eine ganz andere Schiene gebracht. Und am Schluss sollen sie sich quasi in einem Konflikt gegenüberstehen. Und das Experiment war das, jeder sollte seinen Teil, also ich habe den Qui-Gon übernommen, die Angela den Count Dooku, schreiben, sodass der Leser zu jedem Zeitpunkt denkt, ja, der hat recht, den er jetzt gerade liest. Und dann am Schluss in dem Konflikt rausfinden muss, auf welcher Seite er jetzt wirklich steht. Also das war eine für uns sehr spannende Geschichte und ist auch von Lesern recht gut aufgenommen worden. Es ist allerdings auch so, dass das Ding keine Kurzgeschichte mehr war, sondern fast schon Mini-Roman. Also mit, ich denke, ich glaube über 100 Seiten. Aber das hat so Spaß gemacht, dass Angela und ich dann hinterher beschlossen haben, ja, das machen wir nochmal, und zwar mit einem freien Projekt. Wir haben, glaube ich, am Telefon, also sie ist aus Wien, das war also selten, dass wir telefoniert haben, aber wenn, dann richtig. Und dann haben wir uns überlegt, ja, was könnte man denn da für Themen nehmen? Jeder hat so 2, 3, 4 Themen da ins Gespräch gebracht. Und ich habe dann schon an anderen ähnlichen Stoff gearbeitet, habe ich mit der Idee gekommen, ja, die Duat, Totenreich. Da ist sie sofort drauf angesprungen. Und ich habe dann natürlich so gedacht, ja, Fluch der Mumie, so in die Richtung, jetzt machen wir einen hübschen Horrorroman. Horror habe ich noch nie geschrieben, das möchte ich unbedingt mal machen. Horror. Hat die Angela gesagt, nee, vergiss es. Bei Horror mache ich nicht mit. Entweder es wird Abenteuer, so in die Richtung Indiana Jones oder sowas, oder du musst es allein machen. Und dann habe ich gesagt, okay. Ja, könnte auch reizvoll sein. Ein paar spannende Horror-Elemente kann man ja trotzdem reinnehmen. Aber sie hat dann quasi die Richtung, in die es gegangen ist, nämlich Mystery-Abenteuer, die hat dann letztendlich Angela vorgegeben. Und es sind dann im Prinzip 3 Bände draus geworden, wovon der erste, Totenreich, schon erschienen ist. Leider ist dieses Projekt etwas ins Stocken geraten. Es hängt an Corona einerseits, weil damit ist vieles flach gefallen. Die Buchmessen sind flach gefallen, die Lesungen, die schon gebucht waren, sind gecancelt worden. Und
Von daher war es auch mit dem Abverkauf nicht so wie ursprünglich gehofft, zumal auch noch gewisse neoliberale Marktmechanismen, nämlich Druck namentlich von Amazon und auch von Libri, dem Buchgroßhändler, dazu geführt haben, dass der Verlag etwas ins Schwimmen gekommen ist und sich jetzt erstmal nach alternativen Vertriebswegen umsehen musste. Aber die Serie geht definitiv weiter, auch wenn jetzt im Moment ein gewisses Stocken reingeraten ist. Ja, worum geht es bei dieser Trilogie? Es geht im Wesentlichen darum, also mir geht es immer darum, auch bei allen anderen Geschichten, die ich so gern mache, alte Mythen und Erzählungen, Legenden der Menschheit zu verbinden mit heutigen neuen Ereignissen, lose Enden zusammenzuknüpfen, einfach neue Aspekte von alten Sachen zu finden, alte Geschichten wieder aktuell zu machen, interessant zu machen. Das ist eigentlich mein Antrieb. Und genau dasselbe ist auch die Idee hinter der Totenreich-Trilogie oder hinter der Secrets of the Nerin. Ihr habt ja vielleicht den Trailer am Einstieg dieses Podcasts gelesen, den Text. Und die Nerin, um die es hier geht, die im Zentrum auch im Reihentitel drinstehen, ist also keine Fantasy-Erfindung. Obwohl sie so klingen, mit Apostroph geschrieben, das ist ja eigentlich immer Fantasy, aber in dem Fall nicht. In dem Fall handelt es sich um um einen realen Personenkreis. Und zwar waren die Nerin eine Elitetruppe unter Ramses II., die auch nur einmal erwähnt worden sind, aber an verschiedenen Ramses-Gedenkstätten, zum Beispiel Abu Simbel. Die Nerin waren die Truppe, die Ramses II. Davor bewahrt haben, bei der Schlacht von Kadisch eine vernichtende Niederlage einzustecken. Der gute Mann war nämlich etwas übermütig und ist mit ein paar Getreuen in seinem Streitwagen in das Lager der Assyrer reingeritten. Gedacht, jetzt nimmt er die ganze Geschichte im Handstreich, köpft den Anführer und das war's. Und ist aber da in einen Hinterhalt reingeraten. Und wenn die Nerin nicht aufgetaucht wären, quasi aus heiterem Himmel, dann wäre die Sache für Ramses ziemlich böse ausgegangen und wir hätten heute wahrscheinlich eine andere Weltgeschichte, als wir sie heute haben. Und Nerin, das ist auch kein ägyptisches Wort, habe ich mir von einer Ägyptologin sagen lassen, sondern es ist ein Wort, das im alten Ägypten ein Fremdwort war, das eigentlich aus dem Hebräischen gekommen sei. Und das bedeutet junge Männer. Also es könnte eine Elitetruppe, es war definitiv eine Elitetruppe, aber vielleicht auch mehr. Und das ist der Punkt, wo ich angesetzt habe, wo ich gesagt habe, nee, diese Näherin, da machen wir ein bisschen mehr draus, weil sie mussten ja, wenn sie zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle waren, auch eine Art geheimdienstliche Informationen gehabt haben. So habe ich die auch zu einem Art Geheimdienst der Pharaonen gemacht und zu den Hütern der Geheimnisse der Pharaonen. Und eines der Geheimnisse dreht sich um die Duat, oder Duat, wie man sie auch immer aussprechen mag, das Totenreich der alten Ägypter. Und das Totenreich und der ganze Totenkult ist natürlich in Ägypten der zentrale Kult überhaupt. Alles, was in Ägypten bis heute überliefert ist, hat irgendwie mit dem Tod zu tun und mit dem Totenreich. Man denke an Ägypten, an die Pyramiden von Gizeh oder an alle anderen Pyramiden, die dort gebaut worden sind. Man denke an das Tal der Toten, an die Grabbeigaben, an das Totenbuch. Der Tod und das Weiterleben danach ist der zentrale Fokus in der ganzen ägyptischen Kultur. Und ich fand Ägypten schon immer irgendwie sehr faszinierend und deswegen lag es nahe, diesen Punkt auszuwählen. Wer die Geschichten von Indiana Jones mag oder die Geschichten von Dan Brown, der einen ähnlichen Ansatz fährt, ein bisschen anders, unerreicht natürlich als Autor auf seinem Gebiet. Also die Vermengung von Kultur, Kulturgeschichte mit spannenden Geschichten, ich glaube, der ist hier bei dem Buch ganz gut aufgehoben. Ja, bevor ich in die Lesung selber einsteige, ich möchte nicht vom Anfang an lesen. Und zwar aus dem Grund, das habe ich schon in einer anderen Lesung gemacht, die wahrscheinlich auch irgendwann mal demnächst erscheinen wird. Möchte ich kurz erklären, worum es eigentlich geht in dem bisherigen, weil wir in dem Text, in dem wir einsteigen, sind wir schon mittendrin.
Meine Protagonistin ist zunächst mal nicht meine, sondern die von Angela, um ganz ehrlich zu sagen. Die Angela hat die Protagonistin kreiert. Es ist eine russische Archäologin. Wir wollten quasi verschiedene Nationalitäten drin haben als Protagonisten. Wir haben also eine Russin, einen Amerikaner und einen Ägypter. Die drei sind ein Dreigespann. Es gibt noch ein paar andere. Es gibt natürlich auch Deutsche. Der beste Freund von Irina Markowna zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte einsteigt, ist ein Kollege namens Reinhard Merz. Der hieß ursprünglich mal anders, aber das wollte der Verlag so haben. Und was ist bisher geschehen? Unsere Protagonistin Irina Markowna hat durch einen eigentlich unwahrscheinlichen Zufall, eine Kette von Zufällen und Ereignissen, unter der Pyramide eine neue Kammer entdeckt, die da eigentlich nicht sein dürfte. Und zwar gibt es unterhalb der Cheops-Pyramide einen Raum, der heißt Subterranean Chamber, also unterirdische Kammer auf Deutsch. Wo man gar nicht genau weiß, was das eigentlich mal war. Der geht quasi von einem der Eingänge, also es wurde nachträglich in die Pyramide reingehauen, ging es dann nach unten. Und da sind ein Haufen unvollständige Strukturen da drin. Und was der eigentlich diente, was der Zweck war, ist bis heute nicht so recht bekannt. Jedenfalls ist die Irina darunter, hat eine Kammer entdeckt. Und wie sie angefangen hat, gerade die zu untersuchen, hat sie einen Schlag auf den Schädel bekommen und war weg. Ist dann im Krankenhaus wieder aufgewacht. Und hat von ihrer Entdeckung berichtet, ihren Kollegen, besonders dem Reinhard, ihrem Freund. Und die haben ihr natürlich nicht geglaubt. Völlig unmöglich, was sie da erzählt. Sie muss durch den Schlag auf den Kopf, wahrscheinlich hat sich angehauen irgendwo, fantasiert haben. Sie ist bei ihrer Version geblieben, ganz stur, und hat dann eine Expedition angeführt, die dann nochmal in die Kammer runterging. Und jetzt hat Irina eine außergewöhnliche Fähigkeit, die in jedem der drei Bände einmal vorkommt. Und zwar, sie kann Visionen empfangen. Sie kann es nicht kontrollieren, aber gelegentlich berührt sie irgendeine Säule, irgendeine Wand aus einer Zeit, an der sie gerade arbeitet. Und dann läuft wie ein Film ein gewisses Ereignis ab. Und das hat sie quasi schon aus ihrer Studentenzeit und hat dann in den Ausgrabungsstätten im Iran und in Afghanistan, wo sie war, schon immer wieder so kleinere Funde gemacht. Dadurch ist aber dann verspottet worden, deswegen spricht sie nicht mehr über diese Visionen. Aber das kommt in jedem Band einmal vor. Und sie sieht, wie ein ganz merkwürdiger Mechanismus diese Kammer freigibt. Und es ist natürlich dann interessant, wie die dann versuchen, diesen Mechanismus auszulösen und es dann schaffen. Und daraus führt dann daraus resultiert dann eine Entdeckung, die dann am Ende, wenn die Entdeckung dann durch ist, in einer Halle der Toten endet. Die heißt so wegen der vielen Wandinschriften, Hieroglyphen, Abbildungen, in denen es um den Übertritt ins Totenreich, in die Duat geht. Und in dieser Halle steht ein großer Granitblock. Man weiß nicht, wie der da eigentlich reingekommen ist, weil er viel zu groß ist für die Türen und die Tunnels. Aber er steht da drin und man findet anhand der Texte, forscht man ein bisschen genauer nach und findet tatsächlich ein Höhlensystem unter diesem Granitblock und legt diese Höhlen frei und schickt eine Expedition darunter, um das zu erforschen, was es da unten noch geben könnte. Irina selber ist da nicht dabei. Sie hat einen sehr ehrgeizigen Chef, der diese Entdeckung unter der Pyramide gern für sich reklamiert und der sie folgerichtig weglobt. Sie wird stellvertretende Chefarchäologin, kriegt den ganzen Bürokram zu erledigen und ist natürlich dementsprechend frustriert. Und genau an der Stelle setzen wir jetzt ein. Kapitel 7. Bastet. Katzenköpfige Göttin für Liebe, Glück und Fruchtbarkeit. Irina drehte abwechselnd den Bleistift, der quer zwischen ihren Zähnen steckte, mit der Zunge um die eigene Längsachse, während sie ins Leere starrte. Die Stele aus der Halle der Toten ließ ihr keine Ruhe. Weder hatte Anton Schirjajew
Der Babylon-Experte aus St. Petersburg eine, wenn auch nur rudimentäre Übersetzung der merkwürdigen Schrift liefern können, noch erbrachten ihre eigenen Recherchen irgendwelche neuen Erkenntnisse. In den Drohbriefen war zwar angedeutet worden, dass es sich dabei um die Schrift der Toten handeln würde, doch konnte man solche Schreiben aus wissenschaftlicher Perspektive kaum ernst nehmen. Bei ihren Forschungen war sie momentan also nicht sonderlich erfolgreich. Dazu kam die zusätzliche Belastung durch die Mehrarbeit, die ihr die Beförderung zur stellvertretenden Chefarchäologin eingebracht hatte und die ihr viel Zeit und Kraft raubte. Klar, das höhere Gehalt kam ihr gelegen, insbesondere nachdem sie sich wegen der Drohbriefe sicherheitshalber eine neue Wohnung gesucht hatte. Sie lebte nun in einem Haus einer ägyptischen Familie in Gizeh, wo sie zwei Zimmer im ersten Obergeschoss samt Kochnische, Badezimmer und WC bezogen hatte. Abgesehen von ihren neuen Vermietern, ihrem Chef und natürlich Reinhard, kannte niemand diese neue Adresse. Vor allem aber wurde es höchste Zeit für die Rückkehr der Duat-Expedition. Ursprünglich war lediglich eine oberflächliche Erkundung und Vermessung der Höhle geplant, um einen ersten Eindruck davon zu erhalten, wie weitläufig diese war, ob und wie viele Artefakte es gab und welche Schwierigkeiten überwunden werden mussten, um eventuelle Fundstücke zu bergen. Maximal 3 Tage wollte Said dort unten forschen, und nun waren bereits 5 vergangen. Daraus ließ sich eigentlich nur eines ableiten. Das Expeditionsteam hatte weitaus bedeutendere Funde gemacht als angenommen. Said musste auf ein archäologisches Eldorado gestoßen sein, das ihn verleitet hatte, weiter und weiter zu gehen. Sobald er zurückkehrte, würde er sein Ziel wohl erreicht haben. Sein Name würde künftig in einem Atemzug mit dem von Howard Carter genannt werden. Bis dahin würde Irina noch ausharren, aber danach musste sie ein ernstes Wörtchen mit ihrem Chef sprechen, damit sie wieder mehr in der Forschung tätig sein konnte. Und sie würde es dieses Mal geschickter anstellen. Sie nahm den Bleistift aus dem Mund, betrachtete ihn angewidert, als ob sie das angenagte und speichelbedeckte Ding zum allerersten Mal sehen würde, und pfefferte ihn auf ihren kleinen Esstisch. Weder hatte sie herausgefunden, was es mit der zweiten Schrift auf der Stele auf sich hatte, noch waren irgendwelche Hinweise darauf aufgetaucht, wer die Halle der Toten vor ihnen entdeckt und diesen Fund nicht nur geheim, sondern auch die Mechanismen der Fallen in Schuss gehalten hatte. Gut, die Polizei ging mittlerweile davon aus, dass diese Typen auch als Urheber der Drohbriefe in Frage kamen, aber Mann, was für eine großartige Entdeckung war das schon. Irina merkte, dass sich ihre Hände um die Hosenbeine gekrampft hatten, und lockerte sie wieder. Sie hob ihren alten, ausgebleichten Rucksack, der aussah, als hätte er schon Charles Darwin bei seinen Reisen begleitet, vom Boden ihres Schlafzimmers auf und tastete sein Inneres ab. Weg! Oh nein! Doch dann erinnerte sie sich daran, dass sie die Medizin, die sie heute Morgen spontan gekauft hatte, bereits in den Kühlschrank gestellt hatte. Sie öffnete ihn. Genau wie am Morgen und am Tag zuvor gähnte ihr Leere entgegen. Was hatte sie erwartet? Dass der Geist ihrer Mutter ihr den Rest eines himmlischen Mahls, eine Schüssel Borscht oder Manna bereitgestellt hätte? Frust. 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 Doch ein kleiner Lichtblick tröstete ihre russische Seele. Eine Flasche, deren Stolichnaya Premium Wodka Label sie geradezu anzulächeln schien. Irina lächelte zurück. Normalerweise trank sie kaum Alkohol, schon gar nicht alleine. Aber manchmal musste es einfach sein. Sie öffnete den goldenen Drehverschluss der Flasche, goss sich ein großes Glas der farblosen Flüssigkeit ein und kippte es in einem Zug herunter. Ein zweites Glas folgte dem ersten. So, jetzt fühlte sie sich besser. Fühlte sie sich besser? Es war stickig. Die Wände ihres Apartments schienen auf Irina zuzukommen und sie zerquetschen zu wollen. Hastig packte sie ihren Schlüssel und eilte aus der Wohnung, so schnell, dass sie beinahe die Treppe hinuntergestürzt wäre, die direkt von der Gasse zu ihrem Apartment führte. Die Straßen und Gassen leerten sich allmählich, jetzt, da die Sonne untergegangen war. Auch gut. Wäre ich wenigstens nicht dauernd angebettelt. Ohne über ein Ziel nachzudenken, wandte Irina sich nach Norden. Sie beschlich das Gefühl, beobachtet zu werden, und instinktiv vermied sie beleuchtete Straßen, um eventuelle Verfolger auf diese Weise vielleicht abzuschütteln. Sie beschleunigte ihren Gang und rannte kreuz und quer durch das Gewirr der engen Gassen.
Ab und zu blieb sie stehen und lauschte, ob sie Schritte hinter sich hört. Doch nichts ließ sich sehen oder vernehmen. Einige der einheimischen Männer in ihren Chalabias betrachteten sie misstrauisch, aber das war normal. Es kam nicht jeden Tag vor, dass hysterische Frauen in westlicher Kleidung wie vom Scheitern gehetzt durch die Gassen rannten. Irina zwang sich zur Ruhe, stützte sich mit den Händen auf die Knie und atmete tief durch. Sie war auf einen kleinen Platz gelangt, den auf der Westseite eine Abbruchkante begrenzte, unterhalb derer die Ruinen eines offenbar vor Monaten eingestürzten Hauses lagen. Beileibe keine Seltenheit in den armen Vierteln Ägyptens. An der Ostseite stand ein Mann neben einem alten Ölfass, in dem ein Feuer brannte. Erst auf den zweiten Blick erkannte sie, dass darauf ein Grillrost lag, auf dem er Zwiebelringe briet. Der Duft, der davon ausging, war betörend. Irina hatte seit Mittag nichts mehr gegessen und der Wodka begann auch seine Wirkung zu entfalten. Sie zögerte, denn alle Kollegen hatten sie vor dem Essen von einheimischen Straßenhändlern gewarnt. Es sei denn, man wolle gewaltsam den einzig wahren Fluch der Pharaonen heraufbeschwören, der in anderen Teilen der Welt als Montezumas Rache bekannt war. Doch der Mann hatte ihr Bedürfnis mit zielsicherem Blick erkannt und winkte sie zu sich. »Komm, komm! Jeep, Jeep! Goody, goody!« So wenig überzeugend sich diese Verkaufsargumente anhörten, so verführerisch war der Geruch seiner Ware. Als sie näher trat, erblickte sie auch kleine, dünne Fleischspießchen zwischen den Zwiebeln. Sie lächelte und deutete auf beides. Der Händler griff hinter sich und zog eine Seite der Tageszeitung Al-Ahram hervor, die er zu einer Papiertüte faltete, in die er mit bloßen Händen einige seiner Erzeugnisse legte. Er überreichte ihr die provisorische Tüte und verlangte mit einem Lächeln im Gesicht 16 ägyptische Pfund, wobei er die Zahl in die Luft malte. Irina wusste nach all den Jahren, die sie bereits hier lebte, dass man insbesondere als Fremder gnadenlos über den Tisch gezogen wurde, wenn man nicht feilschte. Aber dazu hatte sie heute einfach keine Lust. Außerdem war der geforderte Preis tatsächlich günstig, gerade einmal 80 Rubel oder 2,50 Dollar. Lächelnd bezahlte sie mit speckigen Scheinen und setzte sich auf die Mauer der Abbruchkante. Sie lehnte sich gegen einen zerbröselten Pfeiler und schob sich eine Zwiebel in den Mund. Sie hatte definitiv eine gute Entscheidung getroffen, mochte Montezuma nun zuschlagen oder nicht. Obwohl kein Lichtstrahl in ihre Richtung fiel, stellte sie bald fest, dass ihre Anwesenheit nicht unbemerkt geblieben war. Eine Katze hatte sich zu ihr gesellt und eröffnete lautmaunzend die Konversation. Irina lachte und warf dem schlanken, eleganten Tier ein Stückchen Fleisch vor die Füße. Mit einer raschen Bewegung packte die Katze es und zerbiss es zwischen den Eckzähnen. Die Prozedur wiederholte sich einige Male, als die Katze das Fleisch unvermittelt fallen ließ. Wie erstarrt blickte sie an Irina vorbei ins Dunkel über der Ruine. Sie sträubte ihr Fell und fauchte. »Was ist denn, Miezchen?«, fragte Irina leise und folgte dem Blick der Katze. Kurz erschien es ihr, als ob sich da unten ein Schatten bewegt hätte. Doch als sie den Punkt fixierte, erkannte sie nur Schutt. Ein modriger Lufthauch schwallte ihr entgegen. Irina lief ein Schauer über die Arme, vielleicht wegen der kühlen Nachtluft. Merkwürdig. Sie drehte sich wieder um. Die Katze schien sich wieder beruhigt zu haben, jedenfalls war das Fleisch verschwunden. Und Irina warf ihr auch noch ihr letztes Stückchen zu. »Da, nimm, du unersättlicher Schützling Bastetz!« »Ja, das schmeckt dir, nicht wahr?« »Was, du willst noch mehr?« »Tut mir leid, mehr habe ich nicht.« »Wirklich?« »Du kannst eine gebratene Zwiebel probieren, wenn du möchtest. Schau hier.« »Na, siehst du, habe ich dir mir doch gleich gedacht, dass du das nicht magst. Ja, jetzt ist sie uninteressant geworden, die merkwürdige russische Frau mit ihrem Schlüps, jetzt, wo sie nichts mehr zu essen für dich hat. Nein? Du willst bleiben?« »Auch recht. Eigentlich mag ich es ja ganz gerne, wenn Katzen mir um die Beine streichen. Ich hoffe bloß, dass du keine Flöhe hast. Weißt du, ich hasse nämlich Ungeziefer. Aber dir geht es vermutlich ganz genauso, nur dass ich mich besser davor schützen...« Irina stockte. War das soeben ein Schrei gewesen? Rundherum herrschte tiefe Stille. Ein zweiter Schrei durchschnitt die Stille, gefolgt von einem hysterischen, hochfrequenten Gezeter. Dieser Lärm kam aus der Nähe. Irina sprang auf und spurtete in die Richtung, aus welcher der Radau kam.
Jemand brauchte offensichtlich Hilfe. Sie rannte eine Gasse entlang, bog nach links ab und wäre beinahe in eine Menge von etwa 10 Menschen hineingerannt, die um eine Frau herumstanden, die in höchsten Tönen lamentierte. Sie hielt ein Bündel in der Hand, das sie hob und senkte. Die Frau mochte um die 30 sein, aber das war in der Dunkelheit so wenig auszumachen wie die Bedeutung des Bündels. Trotz ihrer Kenntnisse der arabischen Sprache verstand Irina kein Wort von dem, was die Frau zeterte. Ein Mann leuchtete mit einer starken Taschenlampe und nun erkannte sie die Farben des Bündels. Weiß, Rot, Fleischfarben. Fleischfarben? Irina sah genauer hin. Es war ein Baby, das schlaff in den Händen seiner Mutter lag. Und das Rote war Blut, das aus einer klaffenden Wunde an seiner Brust quoll. Irina unterdrückte einen Schrei, indem sie beide Hände auf den Mund schlug. Sie wandte sich ab und stützte sich gegen eine Hausmauer. Bevor sie wusste, wie ihr geschah, kam ihr Mageninhalt hoch. Würgend und hustend übergab sie sich. Kalter Schweiß stand ihr auf der Stirn. Wie aus weiter Entfernung drang das Schreien der verzweifelten Mutter an ihre Ohren. Nur mühsam gelang es Irina, ihre Fassung zurückzugewinnen. In diesem Zustand war sie der Frau keine Hilfe. Sie richtete sich auf und tastete zittrig die Hosentaschen nach ihrem Handy ab, um die Polizei zu kontaktieren. Doch sie trug es nicht bei sich. Es musste noch zu Hause im Rucksack stecken. In diesem Augenblick jaulte in der Ferne eine Polizeisirene auf. Offensichtlich hatte jemand dieselbe Idee gehabt und auch umgesetzt. Irina wollte sich um die arme Frau kümmern, die ihr Baby auf so grausame Weise verloren hatte, und drängte sich zu ihr durch. Jemand neben ihr schimpfte auf sie ein, was die Aufmerksamkeit der Mutter auf sie lenkte. Deren Augen weiteten sich. Mit zwei Fingern ihrer freien Hand formte sie das Zeichen zum Schutz gegen den bösen Blick und schrie sie an. Irina verstand nicht viel. Zwei Worte brannten sich allerdings in ihr Bewusstsein. Al-Kharibu, Fremde, und Sacharaton, Hexe. Wie bitte? Alles, was ich will, ist helfen. Die umstehenden Männer starrten sie feindselig an. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ging einen Schritt zurück und noch einen. Die Männer folgten ihr mit immer grimmigeren Mienen. Irina suchte fieberhaft nach einem arabischen Satz, mit dem sie ihre Intentionen erklären konnte, als jemand sie plötzlich von der Seite packte. Sie wurde zu Boden gerissen und an den Armen festgehalten. Einige der Leute bückten sich, um Steine vom Boden aufzuheben. Soeben holte einer der Männer aus, um den seinen auf sie zu werfen, als ein Schuss ertönte und gleich darauf ein Mann etwas auf Arabisch brüllte. Drei Polizisten fuhren in die Menge und versuchten, die Menschen fortzutreiben. Einer half Irina dabei, aufzustehen. Doch die Menschenmenge ließ sich nicht verjagen. Seit dem sogenannten arabischen Frühling hatten die Ägypter eindeutig den Respekt vor der Polizei verloren. Wütend riefen einige der Menschen den Polizisten zu, dass sie eine Mörderin sei. Ein Baby sei ermordet worden. Und der einzige Mensch, der sich hier herumtriebe und den niemand kenne, sei sie, die Al-Kharibu. Einer der Beamten führte sie zu dem Polizeiauto, das am Eingang der Gasse stand, und bedeutete ihr, auf dem Rücksitz Platz zu nehmen. Er selbst stellte sich so mit dem Rücken zum Auto vor die Tür, dass sie nichts von dem, was bei der Mutter des ermordeten Babys vor sich ging, sehen konnte. Nach einigen Minuten kam ein Krankenwagen, der aber kurz darauf wieder abfuhr. Sie musste beinahe eine Stunde warten, bis auch die beiden anderen Polizisten zum Auto zurückkehrten und einstiegen. Während der eine den Motor anließ und losfuhr, wandte der andere sich zu ihr um und sagte: »Ich bin Master Sergeant Ibrahim Ashur. Dürfte ich bitte Ihren Namen erfahren?« »Irina Markovna.« »Sie sind russische Staatsbürgerin?« »Ja.« »Touristin?« »Nein, ich bin Archäologin. Ich arbeite bei den Pyramiden.« »Kennen Sie die Familie, die heute ihr Kind verloren hat?« »Natürlich nicht. Ich war heute das erste Mal an diesem Ort.« »Darf ich fragen, was eine Frau wie Sie zu dieser Zeit in einer solchen Gegend zu suchen hat?« »Na, ich wohne nicht weit weg von hier und habe lediglich einen Abendspaziergang gemacht. Hören Sie, ich habe dieses Baby nicht getötet. Ich bin nur herbeigeeilt, weil ich Schreie gehört habe und helfen wollte. Sie müssen mir glauben, diese Menschen lügen, wenn sie etwas anderes behaupten.« »Ich persönlich glaube auch nicht, dass Sie das Kind getötet haben. Ihnen fehlt es meiner Meinung nach, wie sagt man das auf Englisch, das Motiv.«
Warum haben Sie mich dann mitgenommen, wenn Sie an meine Unschuld glauben? Zu Ihrem eigenen Schutz, Mrs. Markowna, zu Ihrem eigenen Schutz. Die Leute sind im Moment nicht Sie selbst. Sie haben doch sicher mitbekommen, was am Tahrirplatz und auch sonst im Land los ist. Da kommt es schon mal zu Gewaltausbrüchen, wie wir es in Ägypten viele Jahrzehnte lang nicht gewohnt waren. Aber es wäre katastrophal für unser Land, wenn dabei Ausländer zu Schaden kämen. Schließlich leben wir überwiegend vom Tourismus. Oh, danke für Ihre ehrliche Besorgnis. Könnten Sie mich da vorne rauslassen? Von dort aus komme ich gut mit dem Bus nach Hause. Ich fürchte, das kann ich nicht tun, Mrs. Markowna. Warum nicht? Immerhin habe ich Sie als eine Verdächtige mitgenommen. Ich muss zumindest Ihre Personalien aufnehmen und Ihre Aussage zu Protokoll nehmen. Tut mir leid. Aber ich sagte schon, es tut mir leid. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Genießen Sie einfach die Fahrt, ja? Irina lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. Toll. Nach Arbeitsende hatte sie noch geglaubt, einen bescheidenen Tag gehabt zu haben. Und nun saß sie wegen Mordverdachts in einem Polizeiauto. Konnte es noch schlimmer kommen? Es konnte. Der Beamte, der sie im Revier in der Kairoer Innenstadt in Empfang nahm, behandelte sie rüde und kassierte ihren Reisepass ein. Sie musste ihre Personalien angeben, wurde aber zu der Sache in Gizeh gar nicht erst befragt. Stattdessen führte ein anderer Beamter sie in einen großen Raum, in dem es mehrere vergitterte Abteile gab, die allesamt voller Menschen, überwiegend Männer, waren. Der Beamte sperrte eine der Gittertüren auf und schubste sie hinein. Zu essen oder zu trinken bekam sie nichts. Sie blickte sich um und ihr Unterkiefer begann unkontrolliert zu zittern. Die Augen der Männer ruhten auf ihr. Sie schienen sie mit ihren Blicken förmlich auszuziehen. Es gab keinerlei Möbel in diesem Raum. Wenn man sich hinsetzen oder legen wollte, musste man dies auf dem Boden tun. Lediglich für dringende Bedürfnisse gab es ein kleines Kabuff mit Sichtschutz in einer Ecke. Irina wollte sich gar nicht vorstellen, in welchem Zustand diese Toilette war. Sie hoffte nur, nicht ausgerechnet jetzt einen Ausbruch von Montezumas Rache zu erleben. Bei ihrem derzeitigen Glück fehlte ihr das gerade noch. Links von ihr nahmen heftige Bewegungen ihre Aufmerksamkeit in Anspruch. Zum Leidwesen der Betroffenen hatte ein kräftig aussehender Ägypter mit mehr oder weniger freundlicher Überzeugungsarbeit einen Meter Platz am Gitter für sie freigemacht, den er ihr nun anbot. Irina nahm dankbar an, setzte sich, schlang die Arme um die angewinkelten Beine und legte den Kopf auf die Knie. Es war ihr völlig egal, was all die anderen hier dachten. Sie konnte einfach nicht mehr und ließ ihren Tränen freien Lauf.